Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf den zweiten Teil von Fresh Polacke vs. Apol. Wir hatten ja schon auf das Freestyle-Battle von beiden reagiert, ne? Und unter dem Video waren sehr, sehr viele Kommentare, die sich gewünscht haben, dass wir auf das ganze Battle, beziehungsweise auf das restliche Battle reagieren. Und das machen wir jetzt hier auf jeden Fall. Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir haben auf jeden Fall zwei sehr, sehr starke MCs am Start. Von Apol gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viele weitere Battles. Ja, das stimmt, das stimmt. So. Also ich glaube, noch ein weiteres, aber auch mehr nicht. Ich habe auch viel mehr nicht mehr von ihnen gesehen, auf jeden Fall. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Hier, 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 hier
Und ja. Dieses Lustige da reinzubringen, ist dann, glaube ich, da was Neues gewesen. Ja, weißt auf jeden du? Fall. Heute ist das so Mainstream, aber da zu der Zeit war das, glaube ich, was Neues, weil 2010 bis 2013 war ja so diese harte Deutschrap-Schiene. Ja, auf jeden Fall. Also zu der Zeit auf jeden Fall ein krasses Niveau. Ja. Ne? Sehr schön! Okay, was würdest du denn sagen, Digga? Ohne Dings. Ergebnis. Boah, schwer, ich sag dir ehrlich. Beide waren gut, weißt du, beide waren wirklich gut. Für mich auch sehr, sehr schwierig. Also am fairsten wäre es eigentlich, wenn man beiden den Punkt ich gibt, aber. Ich würde Apul. Ja, ich würde sagen Fresh Polacke. Ich würde Apul. Okay, wir gucken. Es steht momentan 1 zu 0 für Fresh Polacke. Wir fragen euch jetzt nach der Meinung nach eurem Text. Das Gremium guckt auch wieder zu und hat diese Texte ebenfalls bewertet. Wenn es im Publikum irgendwie undeutlich aussehen würde, dann wird der Punkt dem hintenliegenden MC zugewertet und man käme zu einem A Cappella. Also denkt genau drüber nach. Zeigt mir eure Hände für den Text, den ihr als allererstes gehört habt, von den Text von Apul. Okay. Dankeschön. Zeigt mir eure Hände für den Text von Fresh Polacke. Ich sehe mehr Hände für Apul. Ja. Ja, auch kein Veto. 1 zu 1 und wir kommen zu einem Acker. Ein Acker. Ein Acker. Okay, absolut verdient. Ja. Ne, beide waren sehr, sehr stark. Und ja, wie gesagt, es ist halt dann Geschmackssache auf so. Auf jeden ne? Fall, natürlich. So. Wer hat als allererstes die Münze gewählt? Du. Ne? Du darfst jetzt die Münze entscheiden. Faust oder Ficker? Den Ficker wie immer. Den Ficker wie immer. Fang bitte an. Los geht's. Pass mal auf. Aber wie höflich, ne? Fang bitte an. Voll nett. Ich glaub dir deine Polen-Scheiße kein bisschen. Digga, du bist hier vor den Leuten ein Schauspieler. Wie Mike Fiction. Ach, wie schade. Du gegen mich im Halbfinale. Digga, deine Chancen sind geringer als das Guthaben deiner Aldi-Karte. Okay. Ich denk ans Finale. Hatte los Glück. Wallah, fühle ich sogar, schwöre, als ich noch jünger war, ich hatte mal Medium Mobile von Kasse, ne? Digga, du hast eine SMS, einen Anruf gemacht, direkt, du musst neu aufladen, Alter, ich fühle das unnormal. Wieder FCB und freue mich wie deine Mutter, wenn ich mit dir essen gehe. Doch, Mutterleins beiseite. Ich schob seine Mutter eins beiseite und merkte eine fette Überraschung, so wie unter einer Schleife. Ah, da ging gar nichts. Wie bei deiner Rapperlaufbahn. Digga, du musst dir den Fehler eingestehen, wie ich als das mit deiner Schwester rauskam. Doch jetzt scheiß mal auf Mutter und Schwester. Davon gibt's übrigens ein Video. Du bist 100-mal schlechter. Ich bin 100-mal besser und 100-mal fresher. Zwischen uns liegen Welten, Loser. Nicht nur, weil ich besser rap. Du bewegst dich auch noch wie Sheldon Cooper. Ey. Digga, ich dachte jetzt gerade, was schreit der einfach los? Aber ist vorbei. Ja, ja. Eine Zeit abgelaufen. Ich hab mich aber voll erschrocken, Alter. Kam unerwartet. Ben. Und? Ich würde den Scheiß gern gewinnen. Tut mir leid, für heute da ist Apul der King. Schöne erste und einzige Runde hier in diesem Halbfinale. Macht mal Lärm für das seinen. Das war gar nichts. Digga, das war komplett nichts, ne? Gar nichts. Und der, ja. Ich sag dir echt, da war kaum Inhalt drin, was man so. Das war ohne Struktur, Kopf hat, Digga. Noch. Irgendwie Sheldon Cooper und dann kommt, ich will das Ding gewinnen, so. Ja, so. Appella-Part. Sehr schön. Und dein erster Part. Los geht's. Vielleicht hat er selber gar nicht mehr damit gerechnet, dass es so weit geht. Keine Ahnung. Oder so lang, ne? Kann ja, sein, so. Ja. Sag's, meine Aldi-Karte, ich hab nichts drauf, wie auf meiner Telefonkarte. Kurwa, ich fick dich wie 15 Euro Guthaben. Digga, keiner hier im Raum hat mit Fresh Polacke ein Problem. Du bist wie ein schwulen Porno, keiner will ihn sehen. Digga, ich sag dir ehrlich, würde man diese Line in der heutigen Zeit bringen, ne, da gäb's einen Skandal. Ja, die Leute würden durchdrehen. Ja, da wäre vorbei, Digga, da wäre vorbei. So, man kann ja heutzutage nichts mehr sagen. Ja. Sei mal ehrlich, guck mal, 2013, alle feiern's noch. Heutzutage, die hätten ihn noch fertig gemacht dafür. So, wirklich. Digga, ich überroll dich wie eine serbische Bodentruppe. Ich furze dir in die Fresse nach einer serbischen Bohnensuppe. Also... Das war krass. Ich überroll dich wie eine serbische Bohnentruppe. Weißt du, und darauf zurückzuführen, dass der Kosovo Albaner ist. Krass. Ich will keinen Fitner, Mann, und wir wollen auch keinen Fitner in den Kommentaren sehen. So. Halt mal deine Fresse, schieb mal keinen Harten, sonst rennst du vor mir weg, wie früher vor serbischen Soldaten. Oh, Digga. Oh. Das ist grenzwertig, Bruder. Das ist sehr grenzwertig.
Und das darfst du einem Albaner nicht sagen. Ne? Ja, und das guck mal, seine Reaktion direkt. Digga, das war auch für ihn hart, ne? Das hat ihn getroffen, Digga. So, mal gucken, ob er cool bleibt. Ich finger deine albanische Mutter mit tiefgefrorenen Fischstäbchen. 1 Kilo. Danach salutiert sie von mir und sagt, ei, ei, Captain Iglo. Okay, der war geil, Digga. Aber man muss jetzt schon sagen, vom Gegnerbezug her, dies und das schon viel, Digga, viel stärker von Fresh Black. Captain Iglo war ja mal richtig geil, Digga. Das war wirklich nice. Immer wenn ich deine Mutter am Kitzler anfasse, macht sie Geräusche wie der Vogel aus der Sesamstraße. Kurva, deine radioaktiv verseuchte Tschernobyl-Nutter lutscht mein Schwanz bis zum Anschlag. Danach leuchtet er im Dunkeln neongrün wie ein Uranstab. Schöne Runde von Fresh Blacke. Macht mal Lärm für diese beiden MCs hier in diesem A Cappella. Macht mal Lärm. Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, jetzt geht die Runde an Fresh Polacke. Ja, safe, Digga, die safe. Runde war ja deutlich, ne, stärker. Also im Großen und Ganzen wird er das Battle hier jetzt auf gewinnen. Auf jeden Fall, so. Ja, ja. Okay, was sagt er? Er diskutiert jetzt Nein, Dicker und so. Hört, hast du was rausgehört? Nee, nicht wirklich. Versuch mal nochmal genau hinzuhören. Ich mach mal kurz lauter. Gucken, was er sagt. Von Fresh Polacke, macht mal Lärm für diese beiden MCs hier in diesem A Cappella. Macht mal Lärm. Ah, Ben Salomo hat irgendwas gesagt mit Judenlines, dies und das, also dass er auch schon einige solche Lines gehört hat. Okay. Und Apol hat, glaube ich, gesagt, nein, nein, Dicker, diese Line und sowas. Also ich glaube, er diskutiert so, dass es zu weit hinausgeht und dass Fresh Polacke zu weit gegangen ist. Und Ben Salomo will ihn jetzt, glaube ich, so ein bisschen runterbringen und sagen, das ist Battle Rap, hier gehört alles auf die Bühne und ich habe auch schon einiges abbekommen. So. Dicker, das ist Battle, Mann. Was ist los? Einer auf der sagt jetzt, ja, okay, du hast recht. Alles gut. MCs, gibt euch Respekt jetzt, Alter. Mach mal Lärm für diese beiden MCs, Alter. Hier waren ein paar harte Lines, aber Battle Rap, alles ist erlaubt, was ich mir schon anhören musste, Alter. Ja, man muss sagen, der Ursprung des Battle Raps, warum ist denn Battle Rap entstanden, Digga? Damit die Leute sich nicht mehr auf der Straße beefen oder boxen müssen, weißt du, was ich meine? So, da können die auf die Bühne kommen, sich beleidigen und innerhalb von Rap, so dass es noch eine Kunst darstellt und keine Gewalt, genau, ne, also körperliche Gewalt, und dann ist der Beef oder so dieser Stress einfach raus, weißt du, was ich meine? So, ne? Ihr wisst Bescheid. So, keine Aussicht wie in Auschwitz und so. Ihr wisst Bescheid, Alter. Also, Freunde der Nacht. Zeig mir auch einen von dem C, der hier angefangen hat, immer Cappella für Apol! Zeig mir auch einen von dem Cappella von Fresh Polacke! Herzlich willkommen im Finale, Fresh Polacke! Aber bitte macht den Lärm wirklich, den er verdient. Sein Talent ist groß. Macht mal Lärm für Apol, Alter! Okay, sehr, sehr nice Battle auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall aufs ganze Battle reagiert. Ich sag dir ehrlich, Ben Salomo ist schon wichtig gewesen in diesem Game. Auf jeden Fall. Ne, der war schon sehr, sehr wichtig. Guck mal, wie schnell der das geschlichtet hat, Digga. Ja, normal, klar. In solchen Momenten. Aber er hat natürlich auch die Erfahrung. Er hat natürlich das ganze Ding losgemacht. So, weißt du, was ich meine? So, wenn er da nicht schlichten kann, wer sonst? Weißt du, was ich meine? So, da musst du natürlich ein Händchen für haben, auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen, wie heißt das? Empathie. Ja, weißt du, was ich meine? So, normal. Okay, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.